Moin, guten Abend und schönen Tag, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Oder auch gute Phasmophobia. Wieder mit Nacht. der elenden Kalli, Ach, du kannst die mich mal versucht, John irgendwie die White. Welt zu retten. Und dabei schafft sie es nicht, weil sie Ich rette die immer Welt? ein einer Null ist. Bewegungsgedöns. Ein Foto Lese vom uns Bett. mal bitte, okay, die Kalli will nicht lesen. Wir brauchen Was? Geisterfotos, EMF-Fotos, Meine Bewegungssensor Leute haben und das es sind schon schon weit. gelesen. Schön, meine noch nicht, aber danke für deine Kooperation. Sehr schön. Brauchen Wir wir ein lieben immer noch Fieberthermometer? da. Ah, ich bin immer noch unsicher hier wegen Fieberthermometer. Immer noch kräftig dabei, die Geister auszutreiben. Eigentlich nicht. Wir finden sie und dann hauen wir ganz schnell ab. Richtig. Mehr ist So wie eigentlich hier in nicht. diesem Haus. Weiter geht's. Das war's. Mehr Energie habe ich heute nicht. Hallo. Guten Tag. Wo Guten sind Abend und Sie? gute Nacht. Hast du die Tür gerade aufgehört? Alter. Gib Gib uns uns ein ein Zeichen. Zeichen. Alter, wie machst du die Türen auf? Wie krass ist Von das ganz weit denn? hinten. Licht ist an. Wir haben Licht gemacht. Ey. Ach, du bist doch drin? Ja. Ist ja ein Ding. Guck Ja, mal, Licht. Knochen. Wie? Knochen? Wie wär's mit hier lang? Alter, die Türe. Sag mal schneller. Hallo? Bist du ein Wo bist du? Kamingeist? Gott, die sind ja altmodisch, die haben noch nicht mal einen Fernseher hier. Oh mein Gott, kein Wunder, dass man hier gestorben ist. Aber wirklich, gib uns ein Zeichen. Was geht? Hallo? Bist du alt? Wo Wo bist bist du? du? Hä? Das gibt's doch nicht. Doch, das Komm, gibt's. Tür in Raumtausch. Raumtausch. Raubtausch. Ist ja fast wie Frauentausch. Naja, wer guckt sich das denn an? Ich nicht, aber das passte gerade. Hast du gerade was Gut. fallen lassen? Nein. Da ist gerade was gefallen. Ich bin nicht gefallen. Nebenan bei dir? Hat sich relativ nah angehört. Schmeißt du Dinge? Nein. Hier kann er gar nichts schmeißen. Wo bist du? Wahrscheinlich dann oben. Was geht? Oh. Was geht? Was steht? Servus, bist du hier? Hallo. Wo bist du? Spielst du gern mit Bällen? Nichts, ne? Zwei Bälle hier. Mich Dann können wir kümmert's. das Licht ja hier auch wieder ausmachen. Der letzte macht die Tür zu. Oh, Gas. Oh, Gas. Oh, Wind. Einen wunderschönen, gib uns ein Zeichen. Einen wunderschön. Bist du wieder so ein Stuhl-Sesselfreak? So Sesselpupser. Sesselpupser. Hallo. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wo Morgen. bist du? Hier scheint es auch relativ ruhig zu sein. Relativ noch. Warte mal. Ah, ist ja witzig. Was? Na, wenn ich hier hingehe, ist die kleine Lampe da hinten aus. Wenn ich dann hier gehe, ist sie wieder an. Gehe ich wieder hier aus. An, aus, an, aus. Da ist der Geist. Boah, dann hast Hallo? du hier so ein Foto von deiner Oma beim Kacken? Knödeln. Beim Knödeln! Knödelst du hier im Sessel? Ja, schon warmer Knödel. Guten Tag. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wir kriegen Geld dafür. Guck mal, das Ding war hier auf. Welches Ding? Die Schrankdings war ein bisschen auf. Geil, eine Minimal. Schranknummer. So war sie auf. Bist du hier? Da hinten ist ein Ouija-Board. Bin ich dafür, wieder nach unten zu gehen, ne?
Ja. Jetzt nur die Frage, was wir ablegen. Na, hier ist auf jeden Wir Fall haben viel nichts drin. doppelt. Nee. Naja, dann schmeiße ich mein Fieberthermometer hier hin. Was könnte? Jetzt ist wieder Schmeiß es nach 12. unten. Nach unten. Ja, hier. So können wir es immer noch holen. Ja, super. Ich wollte gerade springen hier aufs. Na toll. Wo ist es? Hinten auf dem Bett. Du Oh. Nas hast du übersehen. Und nein, wir werden das nicht auf dieses Teil machen. Wir werden unseren gewöhnlichen Treppenmove machen. Der war in den Raum. Ja. Der Papa sowas von in den Raum. Ich hab einen Fünfer gehabt. Ich hab einen Fünfer gehabt. Ich hab einen Fünfer gehabt. Ohne mein Link wäre drin. Godo, Djinn, Gespenst, Spirit. Der war da oben, da beim Schrank. Also voll komplett richtig. Wollen wir ihn befragen? Nee. Der war in den Raum. Als ich die Tür zugemacht habe, hat er noch gegoogelt. Aber als ich dann rausgerannt bin, war woanders er. Na, was ist denn jetzt? Ja, dann befrag ihn doch. Wo bist du? Storage, ja. Gut, wir haben es Da wo kapiert. wir. Ja. Oh, krass, 5. Krass, fünf. Wo ist das Fieberthermometer? Habe ich es nicht da runtergeschmissen? Egal. Wo bist du? Ja, dann macht er wieder Wiener-Dings. Mach's aus. Ah, nein. Mann. Und sei cool. Ja, der ist bestimmt fett unten. Besonders meine. Weppen? Alles So, klar, beide. beide. Gut, Kameras nehmen, in den Raum aufstellen. Und Buch nehmen. Hat man nicht? So, ich habe noch die Geisterbox in der Hand. Hier das dieses Brillen-Etui. Bewegungs. Kannst du noch. Was hast du? Ich habe Buch und eine Kamera dabei. Hatte ich nicht ein Buch bei? Geisterbox. Ach, Buch hab ich. Na, dann lasse ich hier das erstmal da. Ja. Ein Buch habe ich ganz vergessen, dahin zu klatschen. Na Na ja. denn? Googelt der einfach jetzt, genau, als ich die Tür zugemacht habe. Ein Gurgelner. Weil ich hatte hier draußen Fünfer. Ich habe keine Ahnung. Nee, der ist da drin. Wo bist du? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Schreibe ins Buch. Tschüss. Oh, mein PC hat gerade geknackt. Alter, dann noch sowas. Ist ja gruselig. Da Sehe ich schon geht's. mal die Dots und Co. Und was für ich? Bewegungs. Gute Für Bewegungs. UV brauchen wir auch, ne? Warte mal, wir können doch schon mal nach dem Orb oder sowas gucken. Dann stören wir jetzt wenigstens die Dots nicht. La 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 la. Wer hat denn hier bei der Farbe hingestellt? Wo sind wir denn überhaupt? Das ist meine. Wie Sie sehen Sie nichts? Gut. Bewegungsgedöns nehme ich mit und noch eine Kamera.
nämlich einen Dotz mit. Was sagt unser Hirn? Hi. Oh, weil, yeah. Also, wir müssten schnell machen, sonst fängt er an zu suchen. Hast du einen Dot oder zwei? Ein. Ich habe UV-Dings noch dabei. Ah. Ja, wir müssen schnell machen. Fingerabdrücke. Wie alt bist du? Hast du es gehört? Dumme Frage, wie alt er ist. Dumme Frage, kannst du ihn nur fragen, wie alt er ist? Bist du doof? Scheiben, Kleister. Haben wir irgendwas, nö? Der Fingerabdrücke. Ah. Finger. Was haben wir? Wir haben Gin, Meiling, Oreo. Ah, der Strom ist immer noch an, ne? Und Meiling haben wir. Wir haben Meiling. Ching, braucht ding, ding, Geisterbuch. Ding, ding. Sind leise, wenn sie jagen. Mhm. Meilings geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Gojo ist, zeigt sich nur vor der Kamera. Und Gin kennen wir ja eigentlich, ne? Strom. Für die Temperatur. Was? Dafür, dass wir die ganze Zeit irgendwie im Licht da lang laufen, nuckelt ja ganz schön. Ja. Der Bewegungssensor hat ausgelöst. Aha. Haben wir. Mhm. Hast du mal, was brauchen wir denn? Gojo und Dots für Gojo und Mai Ling braucht Geisterbuch. Liegt drinne. Und dann hätten wir ihn jetzt gerade gesehen, wenn es ein Gojo ist. Aber macht er ziemlich gerne Geräusche? Och. Also Geräusche habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, eher Schritte. Der gurgelt ziemlich gerne. Vielleicht in den Vorraum noch ein Buch und Kameras hinstellen? Der ist ja in dem Raum. Hinten in der Ecke, da wo der Schrank ist, da ein Dotz hinstellen. Ja. Aber ich würde noch volles Tabletten nehmen. Ja, will ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Gin. Ich weiß nicht warum. Kamera. Was nehmen wir noch mit? Volles Haber noch ein Buch mit. Also ist auf jeden Fall aktiv. Ja. Wo haben wir denn Licht nochmal gehabt? Guck mal hier. Küche. Machen wir das Ding aus, ne? Ist ja jetzt ganz schön gefühlt aktiv mit Strom. Mach mal aus, ey. Ha. Dann erstmal ausmachen, dann nach oben oder zuerst nach oben und dann ausmachen? Nach oben und dann aus? Wir haben gerade frisch Pillen genommen. Oder? Ausmachen, komm. Oh, immer noch Knochen. Warte mal. Jetzt sammle ich ein. Geht da immer noch das Radio, obwohl wir Strom ausgemacht haben? Hm. Wo willst du die Kamera haben? Dieses Radio nicht hören. Schreib in das Buch. Was habe ich denn noch? Ich habe gar
gar nichts mehr. Er hat dann das Buch geschrieben. Du spinnst wohl. Weiter. Überhol mich nicht. Meiling. Ein Meiling, ein Typ, der ständig Geräusche macht. Nee, das Radio macht ständig Geräusche. Eine Meiling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Hat er jetzt gerade gejagt? Nicht, dass ich wüsste, die Tür war auf. Wenn er jagt, er hat auf jeden Fall gegoogelt. Er hat gegoogelt. Ja. Wow, wir haben einen Meiling mal. Na siehst du, und schon haben wir die Meiling fertig. Ich habe ja meinte ja irgendwie, hat er öfters gegoogelt. Mhm. Wir brauchen jetzt nur ein Foto. Vergiss es. Gibt kein Foto. Mache ich nicht. Okay, dann können wir ja einlochen. Ja. Ach, die machen wir noch ein Foto, muss er ja aktiv sein. Und das heißt dann, irgendeiner nippelt ab. Ja, und wir haben keinen Lumi da. Genau, also machen wir keine Fotos. Okay, keine Fotos. Weil Lumi fehlt. Oh, sehr schön. Dein Charakter sieht leicht alt aus. Alter, krieg mal deinen Charakter an. Ich glaube, du hast einen Fleck auf der Titte gehabt. Das Kaffee. Das Kaffee, okay. War so, oder das war einfach nur so Lichtverhältnisse, die, naja, anders so. Waren. Was packst du alles rein? Oh Gott, ich muss überlegen, was war hier... Was war, oh Gott, Schule, Fotoapparat machen, Gefängnis haben mit. Wir und wieder so ein Tangel. Ach komm, wir nehmen diesen Tanga-Dings. Was hau ich denn rein? UV. EMF hast du bestimmt reingepackt. Buch. Geisterbox Dots. Brauchen wir nur eins. Videokamera. Oh, Räucherstäbchen müsste ich auch nochmal reinpacken. Bewegungs... Warte mal. Hast du Bewegungsmelder reingemacht? Bewegungssensor... Ja, jetzt haben wir Bewegungssensor 3 Stück. Nein. Fotoapparat... Salz ist los. Wie viel Salz haben wir? 2. 2 reicht. Räucherstäbchen haben wir jetzt 4. Starke Taschenlampe 1. Du brauchst noch 1. Audio. Warte mal, Stativ Thermometer. Haben wir jetzt. Thermometer haben wir keins. Wir haben kein Fieberthermometer? Ja, ich habe keins reingepackt. Jetzt ist eins drin. Jetzt ist eins drin. Gut, wenn was fehlt, dann haben wir eine Arschkarte. Dann haben wir eine Arschkarte, ja. Ansonsten bleiben wir so lange stehen, bis wir kalte Rausch waren. Du weißt schon, warme, okay, heiße. Okay, ich warte dann so lange draußen. Ah, ja. Nee. Warte draußen. Nein. Doch, aber sowas von. Yay, ich bin schon da. Toll. Ich noch nicht. Nee, ich bin da. Yay. Als erstes den Schlüssel eingesammelt. Eine Betty Taylor. Betty. Also während einer Jagd ein Geist mit Räucherstäbchen verjagen? Nein. Zeuge eines Geister-Events. Das kommt von, ich habe ein Standbild. Jetzt bin ich wieder da. Salz ist in Ordnung. Eine starke Taschenlampe, einmal ein Fieberthermometer und ein strahlendes Buch und ne Kopfgedöns. Richtig? Und Tür auf. Und dann wollen wir mal Betty eine Ohrfeige. Alter, hier regnet's. Und es blätzt. Hallo, wir kommen einfach mal rein. Hallo, wir kommen in Frieden. Meine Schwester. Thomas. Martin. Gib uns ein Zeichen. Habe ich eigentlich die Schwierigkeitsgrad eingestellt? Ich habe keine Ahnung. Schnullerbacke. Schnullerbacke. Gib uns ein Zeichen. Ach, du willst auch noch mal rein. Ich wollte schon sagen, das Bild steht auf dem Kopf. Aber nein, es war nur eine milde Katze. Guten Tag. Danke, ja. Du hier? Nein. Wo ist es Gib denn? Zeichen.
Lilian! Gib laut, ich bin im Elternschlafzimmer und belästige. Echt? Ja, hi. Lass uns doppelte Belästigung durchziehen hier. Aber nice. Hi und tschüss. Hi. Gib uns ein Zeichen. Gib laut. Warte mal, ist was gefallen? Hast du ja, irgendwas war, ne? Wieder. Nicht hier, hier habe ich es nicht gehört. Ich glaube bei Nancy. Wieder Nancy-Ding? Ja. Wo bist du? Wie alt bist du? Schreibe ins Buch. Schreibe ins Buch! Mach! Schreibe ins Buch! Sie hat den Ball geworfen. Entschuldigung, Nancy. Gut. Dann holen wir weiteres Equipment. Eli, oh, ach, du bist ja da, mein Gott. Du spitzt wohl. Warum spinne ich denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Siehst du, man muss dem Geist so richtig schön auf den Sack gehen. So richtig derbe. So richtig schön derbe. Sack. Ich hab Dots jetzt einfach mal mitgenommen. Oh, was brauchen wir? Okay, dann mach ich ein wenig Salz ist lost. Mach das. Und kommst du? Eine krasse Kamera, die grad voll nass wird. Hi. Wie alt bist du? Hustet. Wie alt bist du? Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Mein Sonnenlicht. Du bist so himmelisch. Irgendwann tötet sie uns. Aber sowas von, okay, da geht ich drauf. Scheiße. Wir haben ein bisschen was hingestellt. Haben wir schon irgendwas rausgefunden? War da gerade was? Regen? Natur? Weiß nicht, ich schalte weiter. Blub. Halt wieder auf die Kamera, wo du was angeblich gesehen hast. Irgendwas unten an der Tür. Vielleicht hast du da was hingeballert. Weißt du ja, ich spiele da gerne mit Pillen. Haben wir irgendwas? Wir haben noch gar nichts, ne? Nein. Krass. Wir haben noch nichts. Machen wir einfach weiter. Aber ich würde sagen, wir nehmen schon mal die ersten Pillen. Sicher, ist sicher. So, dann machen wir da ein Bewegungsgedöns hin und ein Brillenetui im Flur noch. An der Tür so. Gut, ich nehme eine Kamera noch mal mit. Oh ja. Und hab sexy. Hab ich. Was? Ach, UV. UV habe ich mit dabei. Wunderbar. Ja. 100%ig. Da kann sie uns nicht. Jetzt die Frage, wo packe ich denn das hin? Hier hin? Das packe ich hier hin, auf jeden Fall. Plup. Was habe ich noch? Ach so.
Blub. Sie hat ins Buch geschrieben. Du bist ja... Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Hätte er sein können. Wer hat erwachsen, Mann? Ja, Mann. Hör auf zu spielen. Eher ein Schreien. Ich hab nur dicke Eier, weil ich weiß, ich bin 100% noch. Warte mal, was hatten wir? Buch. Stimmt, ein und Buch. Da haben wir ein Spirit, Poltergeist, Dämon, Revenant, Marvel, geil, Revenant, geil. Trail, Dämon, Meiling. Schon allein Revenant reicht mir schon. Meiling, Dinge, Ding, Ding, Meiling. Ha, die ist auf jeden Fall da, wo sie ist. Ist das so besser oder das andere besser? Eli. Ah. Weiß es nicht, ne? So oder so? Ich glaube, so siehst du die Dots. Ja, weiß ich, aber auch andersrum siehst du die Dotsies. Aber die ist gerade im Zimmer voll aktiv. Und da auch. Und bei beiden kriegt man sie nicht rauf. Das ist Verarsche. Die wollen, dass man dreimal reinlatscht und dann sieht man was. Oh ja. Das ist voll gedotzt, Mann. Gefriertemperatur, waren wir da schon gucken? Fieberthermometer liegt drinnen. Noch ist keine Minus, aber wir könnten da nochmal messen. Wir könnten auch... Nee, was? Hast du Fingerabdrücke geguckt? Hast du es gefunden? Ja. Nein. Ja. Habe ich die Fingerabdrücke jetzt schon wieder reingeschmissen? Ja, läuft. Nein, dann gucken wir nach Fingerabdrücke und messen noch ein bisschen Fieber. Okay. Und gehe ein bisschen auf den Sack. Du kannst die Kamera noch mitnehmen. Kannst du die Kamera noch mitnehmen? Ich könnte sie auch mitnehmen. Ich könnte auch ein Fotoapparat mitnehmen. Einfach so. Weil ich es einfach mitnehmen kann. So, 98% sind wir noch. Ja, das ist gut. Alter. Fingerabdrücke. Da, an der Tür, neben dir. Warum habe ich kein Licht? Müssen wir noch die Box befragen? Eigentlich ja. Aber lass uns erstmal gucken, wenn wir jetzt Fingerabdrücke haben, was es ist, was wir brauchen. Okay. Na, wir haben, was habe ich hier durchgeblättert? Meiling, Dämon, Poltergeist. So, wir haben Poltergeist, Dämon, Meiling. Ding, ding, so, Meiling braucht ding. EMF 5. Dämon braucht Buch, Gefriertemperatur. Oh. Ja, Buch. Und was habe ich gesagt? Poltergeist. Poltergeist braucht Geisterbox. Okay, Temperatur und Geisterbox. Und was war noch mit Meiling? Warte mal, Meiling. Meiling, EMF 5. Ah. Interaktion. Ja, komm, du hast mehr Prozent als ich. Geh rein und frag. Was? Nee, kommst mit. Ich nehme das EMF. Nee, was brauchten wir? Temperatur. Wie alt bist du? Wo bist du? Was machst du da? Ich gucke, wo die Temperatur runtersauselt. Die gerade das Buch ein bisschen gedingst hat, geschoben. Ich glaube, Minustemperatur kriegen wir in hier rein. Kinderbettchen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Junge? Hätte ja sein können.
Gefriertemperatur, EMF und Geisterbox, ne? Ja. Ich bekomme nur einen Fünfer, ich bekomme nur einen Dreier rein. 3, 4 habe ich hier nur. Vielleicht will sie nur mit einquatschen. Ja, dann quatsch nochmal. Warum hier. Muss ich quatschen? Weil du die Eierstöcke dazu hast, ich nicht. Sorry. Ist das dein Ernst? Ich habe ältere Eierstöcke, die können das nicht mehr verkraften. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Wo bist du? Sprich mit mir, mein Kind. Die war bei mir, die Trollatrine. Wie alt bist du? Bist du hinter mir? Bist du im Flur? Nee, im Zimmer. Ding Ovens the Saints und so. Wir sollten nach unserem IQ gucken. Yep. Was soll ich mit der machen? Ja, keine Ahnung, die hat keinen Bock, Mann. Was stimmt nicht mit dir? Was ist mit dir los? Euer IQ ist mir doch zu hoch. Alter, guck mal. Mit der? Die nuckelt ja gar nicht mehr. EMF. Die hat gerade den Bären. Der ist gerade hier runtergefallen im Bildschirm rechts. Kopf die hat über. Keinen Bock mehr. Der Bär ist auf die Nase gefallen. Wie? Wie krass ist die denn, Mann? Die spitzt wohl. Was brauchen wir? Wir haben es noch nicht. Ich habe vergessen, was wir noch brauchen. Temperatur, so, was irgendwie nicht Dämon, war. Box. Und Mailing braucht 5, hast du gesagt. Mailing braucht Level 5, ja. Alles Dinge, wo man sich lange da drin aufhalten muss. Und unser IQ ist nicht weiter runtergeduckelt. Finde ich jetzt aber merkwürdig. Ich glaube, da muss nur, darf nur einer drin sein. Ich, nee. Entweder zusammen oder ja nicht. Da kann die Linge-Linge-Ding hier, die Betty, uns mal kreuzweise. Mhm. Komisch. Das ist eine Betty und da drin ist eine Nancy. Oh. So ist das manchmal. So ist das. Ich habe schon wieder vergessen, was wir brauchen. EMF 5. Gefriertemperatur. Und Geisterbox. Genau. Warte mal, wo bist du denn? Bist du schon? Hallo? Elia! Müsst mal das so machen, dass sie einfach nur an der Tür stehen bleibt. Vielleicht ist es auch für sie zu hell hier. Rede mit uns. Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Wo bist du? Immer noch. Bist du schüchtern? Keine Ahnung, die will mit mir nicht quatschen. Wieso habe ich hier ein 26er 1,2? Vielleicht musst du mal mit ihr quatschen. Vielleicht bin sie ich quatscht. Jetzt unsympathisch. Ich hab's gehört. Aber nicht mit der Box. Das war jetzt aber eine andere Tür. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Ach, Quatsch mit dir selbst. Ich höre hier dauernd Geräusche. Und die hat den Bären runtergeschmissen. Hier, guck mal, die Tür ist hier auf. Heißt? Keine Ahnung, vielleicht dackert sie auch hier die ganze Zeit rum. Aber sie ist doch da aktiv. Hm. Ach Quatsch. Rede mit uns. Wo bist du? Wo bist du? Alter, und dann kommt so ein Blitz.
Donner. Gib uns ein Zeichen. Ich dachte, hier wäre Strom. Okay, dann nicht. Wie alt bist du? Hier unten bestimmt. Wollen wir in den Keller? Komm, wir gehen in den Keller. Wo bist du? Ist mein Gerät kaputt? Ich glaube eher weniger. Ja, das schon wieder aus. Noch nicht. Wo bist du? 5. Ganz krass, 5. Gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Alter, echt, ey. Meierling, Mann. Meierling, Ding, Ding, die ist aber nicht besonders gesprächig, ne? Die ist sehr hartnäckig, die Trollatrine, ey. Meierlings machen eigentlich immer Geräusche, aber die... Die ist still, ey. Wir haben sogar Lichtschalter angemacht. Was sagt jetzt unser IQ? Hi. Tschüss, Meierling. Wir hauen ab. Wir haben alles. Ihr werdet Räucherstäbchen, vergiss es. Da sagt die Kali schon was, okay. Naja, Räucherstäbchen werden sie jagen. Vergiss es. Das wird nie was. Habe ich ausprobiert. Auch wieder wahr? Klappt irgendwie nicht. Meierling. Weil Meierlings hintereinander läuft. Ja, würde ich auch mal sagen. Aber eigentlich hätte sie ein bisschen lauter sein müssen. Aber wir haben es herausbekommen. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich jetzt 280 und du 305 Level? Dabei ist das ich auch verrutscht sagen, hier. Hey. Aber eine tadellose Folge. Für Zickengeister können wir leider nicht. Ja. Die Betty war leicht zickig. Aber so auf einmal war sie im Flur. Ja, echt. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge. Ja, und der Hund, der bellt hier die ganze Zeit. Ich mach jetzt. Genau. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.